Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalender Woche 23 läuft. Wir sind unterwegs mit Tequilas vom Clan Fun im Pro Ghetto 46 und wir spielen Frontlines. Jo, ich werde mal schauen, ob wir die Version hier spielen können. Bisher hat sie immer recht viel gebuggt und geleckt und hast du nicht gesehen. Hat wenig Spaß gemacht aufzunehmen, weil viel da schief gegangen ist. Wir sind unterwegs am Anfang mit dem Pro Ghetto 46. Italiener. Stufe 8 natürlich, weil hier sind nur Stufe 8 Fahrzeuge erlaubt. Wir sind im Verteidigungsmodus und werden mal schauen, wie wir uns mit dem Autoloader gleich anstellen werden. Ein sogenannter Revolvermagaziner. Wir bleiben am Anfang ein bisschen länger stehen. Okay. Beim Angriff und beim Verteidigen das Allerwichtigste, was man da sagen muss. Oh, Flanke räumen. Gegner fährt in die Flanke oder wir fahren in die Flanke. Flanke ist das Allerwichtigste, wenn die nicht geräumt ist. Habt ihr keine Chance, irgendwas zu verteidigen. Wenn eine Flanke geräumt ist, hat das eigene Team die Möglichkeit, die Panzer so auszurichten, dass ihr zumindest nicht in den Hintern geschossen bekommt, weil ihr da eben steht. Macht hier natürlich am meisten Sinn, auf A hier in die linke Flanke zu fahren. Eventuell mal nach links zu schauen. Nicht nur da, wo die Gegner herkommen. Jawohl. Getroffen, aber nicht durchschlagen. Nee. Der Franzose ist zu schnell. Jetzt hast du ihn. Wir sind aufgegangen. Keiner schaut, ob auf der Flanke irgendwas kommt. Finde ich jetzt, sagen wir mal, nicht so prall. Zwei Fahrzeuge sind im Cap. Das erste wird gleich ausgeschaltet. Einfach. Kill Nummer 1. Der ging daneben. Eigentlich die italienischen Kanonen ziemlich genau. Und wir haben einen Patrioten links von uns. Sehr schön. Da ist er. Hat uns einen hübschen Gruß hinterlassen. Jawohl, schon sind wir Sergeant. Haben ein bisschen was aufgeklärt und ein bisschen Schaden gemacht bisher. Jetzt nennt man das Ganze wirklich Flanke räumen. Unten kommen wir durch. Der lädt halt ziemlich schnell nach, vor allem für einen schweren Panzer. Ich glaube, den Patriot gibt es aktuell im Shop, wenn mich hier alles täuscht. Also wer den haben möchte, ich kann das nur empfehlen. Ist das wirklich ein sehr guter Credit Maker. Und nee, da oben prallst du ab. Hast du keine Chance. Zurück, zurück, zurück. Soll er schießen? Abgeprallt. Das sieht man allerdings selten. Ich ist es normalerweise wie Papier. Da bleibt normalerweise nichts hängen. Er traut sich weit nach vorne. Kette haben wir nicht getroffen. Schade. Jawohl. Das Schöne beim Revolver-Magaziner ist, man weiß nie genau, wann ist nachgeladen. Wann kann er wieder schießen. Abgeprallt. Ja, ist allerdings durchgekommen. Wir bewegen uns hier im mehr oder weniger Rückwärtsgang. Kette reparieren, schnell wegfahren. Erste Zunahme bereits verloren. Du musst aufpassen, dass du von der ISU nicht eine drauf kriegst. Sehr mutig, da wieder reinzufahren. Repair-Kit erst in 60 Sekunden wieder einsatzbereit. Kriegst noch einen? Okay, sehr schön. Allerdings wartet oben der nächste Patriot. So macht das keinen Spaß. Okay, nächste Brokett und fängt sich dann schon die Schelle, die er verdient hat.
ein bisschen hin und her geplänke hier. So, wir werden hinten zum Repair-Kit fahren und dort einmal auf Vordermann bringen. Wir sind bei 1416 Schaden, die wir ausgeteilt haben. 240 Schaden geblockt, 703 Schaden. Ne, 1416 Schaden, die wir ausgeteilt haben. 703 Schaden haben wir gespottet und 240 Schaden haben wir geblockt. Okay. So, einmal schön in der Runde rum. Wenn man will, dass es ein bisschen schneller geht, kann man auch den Pionier erforschen, dann wird man schneller repariert. Und man erobert auch schneller. Hoppala! Pantera prallt bei uns ab. Alle Punkte Beweglichkeit und Feuerkraft, das ist wirklich ein grandios guter Panzer. Ich habe den selber noch nicht, weil ich mich geweigert habe. Ja, ich bin einfach nicht so der Fan von Autolodern. Ich finde die einfach zu stark, streckenweise. Nicht alle. Aber der Italiener ist auf jeden Fall zu stark, deswegen fahre ich den normalerweise nicht so gern. Ich habe es da lieber ein bisschen fairer. Ne, das war klar, dass du den nicht triffst. So, Luftangriff ist bereit. Wir schicken die mal dahin. Ob der immer noch da ist, weiß ich nicht. Er ist noch da, aber steht an einer anderen Stelle. Kette ist gezogen. Danke. Den eigenen getroffen. Ihr könnt damit übrigens keinen Schaden machen. Einziger Schaden, den man machen kann, wenn man den Eigen trifft, ist mit Artillerieschlag und Bombenangriff. Ansonsten gibt es da keine Chance. Hallo, hallo. Sag mal kurz hallo. Hallo, schön. Abgeprallt. Also ein Mist. Daneben. Da war noch viel schlimmer. Und von der linken Seite haben wir ein T-44FL und ein Skorpion G. Schaden verursacht. Sehr schön. Also aktuell verteidigen wir hier wirklich sehr gut, gibt es nichts zu meckern. Fährst nicht nur das Fahrzeug ideal, sondern auch die Kartenverhältnisse sind, ja, machen für das Fahrzeug auf jeden Fall Sinn. Sobald es in die Stadt geht, ist er eher unbeeignet. Aua, das tat weh. Im richtigen Moment zurückziehen, ist als A und O. Er ist halt da full live. Halt schon wieder was ab, das gibt's ja nicht. Ich dachte, die Kiste wäre komplett weich. Da bleibt schon mal hier und da was hängen. Oh, er muss jetzt richtig fressen da. Eieieiei. Kette ziehen. Ah, schade. Sehr schön. Bogetto von hinten. Und das war's für uns. Wir wählen den nächsten Panzer aus. Ein WZ-120, 1 GFT, wenn ich das richtig sehe. In 20 Sekunden dürfen wir den zum Einsatz bringen. Ich hoffe, dass die noch so lange durchhalten. Ne, T-44-100. Mal schauen, was am Ende wirklich wird. Das ist das Schöne, man kann jeden 8er Panzer einsetzen. Und die Premium-Fahrzeuge wirklich mal ausfahren. Ich hoffe, dass der Modus bleibt. Oder wieder kommt, eins von beiden. Jo, T-44-100. Was haben wir denn für eine Kanone? Ich vermute mal 100 mm. Jawohl, 190 Durchschlag, 250 Schaden. 247 Durchschlag auf Premium-Munition ist hier nicht unbedingt das A und O. Type 59 kriegt da einer eingeschenkt. Wir sind bei 3106 Schaden, 2788 Schaden geblockt und als Leutnant sind wir unterwegs. Jawohl, der Mutz kriegt da eine drauf. Aufgrund fehlender Gun-Depression müssen wir leider relativ weit nach vorn. Ah, Mutz ist immer noch da.
Oben in der Flanke steht keiner. Das heißt, es kann überraschend von oben was anderes kommen. Das wäre ja, fatal, möchte ich sagen. Da checkt man mal einen aus. T32 kriegt da direkt eine. Jawohl. Und prallt bei uns ab, der Progetto. Sehr schön. Also bisher läuft das Spiel wirklich gut. Kann man nicht mehr sagen. Voilà. Fahr raus, Rüdenstein. Schwierig da durchzukommen. Wenn er nur ein bisschen was vom Turm anbietet, reicht das normalerweise nicht aus. So, ein Aufklärer steht zur Verfügung. Es wäre gut zu wissen, ob wir eine Artillerie im eigenen Team haben. Haben wir. Schicken wir gleich da drüben lang. Alles, was der Aufklärer aufmacht, wird ebenfalls auf unser Konto gut geschrieben. Macht deswegen Sinn, Aufklärer zu erforschen. Okay, dauert zu kurz. Komm, Aufklärer, flieg, flieg, flieg. Sehr schön, Pantera kriegt einen in die Kette. Wir sind inzwischen Captain. Der tat weh. Nee, keine Chance. Er kann sich leider nicht so gut anwickeln, dadurch, dass du nach unten geneigt stehst, nach oben geneigt stehst, weil die Leute von Gegner von oben schießt, wird es für dich schwierig, Schüsse zu blocken. In 8 Sekunden hat sich auch dieses Gelände hier erledigt. Dann sind wir die nächste Zone los. Ja. Jetzt haben wir 1 Minute Zeit, die Zone zu verlassen. Haben wir inzwischen schon getan. Für schwere Panzer ein bisschen diffuser. Die stellen sich da deutlich schlechter an. Tiger 2 kommt noch raus. Beim T28 Brot sehe ich das aktuell nicht so. Ich glaube eher, dass er vorher drauf geht, bevor sie den durchlassen. Einer der Gründe, warum die den Modus so gern haben. Man kann sich hier quasi tot ernten, wenn man möchte. Treffer. Der nächste IS-3 ist gleich Geschichte. Und auf Wiedersehen. Nicht unser Kill. Schade. Hauptziele wurden erreicht. So, Progetto 46 verabschiedet sich. Wir greifen hier drüben ein. Also, schade, dass es keine andere Möglichkeit gibt, unsere Achter ein bisschen rauszufahren, aber das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Man kann sehr gut Credits machen. Gibt schon den einen oder anderen Spieler, der eher mit 10ern unterwegs ist, die beschweren, dass zu wenig 8er unterwegs sind. Abgeprallt. Jawohl, sehr schön. Also sind wir 6190 Schaden, wir haben 1290 Schaden geblockt und 3240 Schaden aufgeklärt bzw. unterstützt. Unser Aufklärungsflugzeug ist in 7 Sekunden wieder bereit und 10 Sekunden wieder bereit. Hoppala, ja, das tut weh. So, Aufklärer ist bereit. Achtung. Ja, wieder ordentlich dicht gemacht. Noch so ein kleiner Tipp, wenn man in der Zone getroffen wird, in der Repair-Zone, ist man für 5 Minuten für diese Zone gesperrt.
und wird auch nicht zum Ende repariert. Oh, sehr schön, IS-3. Kriegt da die nächste Schelle 6691 Schaden. Man sieht schon, am Turm braucht man es nicht unbedingt probieren. T-32 ist da, ja, sehr fein gepanzert. Dafür ist die Kanone eher schwach. Nächster Kill. Gar nicht mitgezählt jetzt. Wie haben wir denn? Nummer 4. Okay, sehr schön. 6698 Schaden. Sehr fein. Ah, wird schwer, da kommst du ganz schlecht durch. Untere Wanne beim IS-3. Wie bei fast jedem Panzer. Eine absolute Schwachstelle. Durchs Kettenrad Schaden gemacht. Jawohl. Gute Übersicht über die Karte. Viele andere hätten den nicht gesehen. Die Munition wird langsam knapp. Zumindest die Standardmunition. Und Premium ist hier ja nicht unbedingt nötig. Man kommt bei fast allen Panzern durch. Natürlich auch immer darauf an, wo man trifft, aber okay, Major haben wir schon, 7438 Schaden ausgeteilt, 1540 geblockt, 3249 aufgeklärt. Treffer am T32, aber leider nur die Kette. Sehr schön, da gibt es Schaden. Und zurückziehen, und zurückziehen. Naja, die Russen haben keine Gunbrechen. Und kriegt die nächste Schelle ab. Der hat Gunbrechen. Vor dem musst du Angst haben. Zurückziehen, würde ich sagen. Oh oh, oh oh. Ah, damit war zu rechnen. Jo. Bei T5 geht es inzwischen ordentlich zur Sache. Ziel 1 ist relativ schlecht geschützt. Wir wählen die Bahn Nummer A. Hat wieder schön rumgepinkt, sehr fein. Aktuell sind nur 3 Panzer unterwegs, 4 Panzer. Das ist ein bisschen wenig. Eins muss auf jeden Fall verteidigt werden. Zum Verteidigen nehmen wir wieder den Broghetto M35. Sehr schön. Andiamo, schnell! Okay. Im Frontline-Modus bewegt sich das, oder sie nach der Nachladezeit für die erste Patrone oder für den ersten Ladeclip nur halb so hoch wie im normalen Leben. Das heißt, okay. Wenn wir zum Beispiel einen AMX LCBS nehmen, der hat eine Nachladezeit von, ich glaube, 25 Sekunden pro Clip. 26 Sekunden. Er dürfte dann irgendwo bei 13 Sekunden liegen. General sind wir inzwischen. Herzlichen Glückwunsch. 9827 Schaden ausgeteilt, 1930 Schaden geblockt. 3372 Schaden haben wir unterstützt. So, da kommt ein T32. Ziel 1 wird angegriffen, da können wir auch nicht viel dagegen machen. Lorraine 40 Tonnen. Außer mit, jawohl. Und der nächste. Eins unter Beschuss und drei unter Beschuss. Drei ist zur Hälfte weg, eins auf dem Weg dahin. Da werden wir auch nie mehr viel dran ändern können, denke ich mal. Die T32, selbst wenn er nach vorne geht, ist dafür nicht stark genug. Wir können nur noch weiter Schaden machen. Bringt nichts hier, seine HP irgendwie, ja, das sage ich, aufs Spiel zu setzen, aber zumindest anzubieten, wenn am Ende trotzdem nichts mehr rauskommt. Verloren. Eins ist raus.
Und wenn die mit der Macht da durchdrücken bis zum Zweier, also sehen wir von dem auch nicht mehr viel. Dreier ist ebenfalls gleich raus. Einer. Zweier. Ziel 3 verloren. Das wird, glaube ich, nichts werden. Gibt noch mal eine vom TFL hinten drauf. Am Anfang war es so, dass das Verteidigen deutlich einfacher war als das Angreifen. Inzwischen sind wir dabei, dass der Angriff deutlich einfacher ist als das Verteidigen. Wenn man nur regelmäßig die Bahn wechselt, hat der Gegner normalerweise keine Chance. Nee, nicht mal Kette ziehen war angesagt. Das wird nix. Luftangriff bereit. Wem schickt man denn den? Sieht nicht schlecht aus. Einmal aufhalten. Jawohl, sehr fein. Nee, durchs Kettenrad. Also 1 zu 1 ist schwer. Oh, oh. Ja, das war's. So. Kontrolle über Zone E verloren. Wir haben die letzte Zone verloren. Das bedeutet, man kommt nicht 2 Minuten drauf, sondern 4 Minuten. Der Gegner kriegt 4 Minuten mehr. Und ich gehe davon aus, dass das gleich reichen wird. 5 wird ganz gut verteidigt. Die 4, ja, auch nicht so schlecht. Aber bei der 2 sieht es nicht so gut aus. So, wir nehmen einen leichten Kampfpanzer. Kettenrad angehalten. Nein, nicht angehalten. Okay, jetzt backt es doch ein bisschen. Oder es leckt. Je nachdem, wie man sehen will. Ich kriege hier unten nichts mehr auf. Noch die Munitionsanzeige. Geprallt. Bei dem hast du es wirklich schwer. Ne. Keine Chance. Die Kanone ist eindeutig zu schwach für einen schweren Panzer. Zumindest von der Seite. Und am Turm vor allen Dingen. Sieht es nicht so gut aus, gerade beim IS-3. T34 kriegt einen rein. Vorne beim Turm hast du keine Chance. Hat er 200 mm. Und wir haben, glaube ich, 180 Durchschlag oder sowas. 182, das ist nicht genug. Rausfahren, zirkeln und hoffen, dass kein anderer in der Nähe steht. IS-3 zum Beispiel. Ziel erfasst. Oh, schlecht, 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 schlecht. Glück gehabt. Ich sehe leider nicht, wann er nachlädt. Okay, nachgeladen. Bisher ist kein anderes Ziel angegriffen worden. Zeit läuft jetzt eher gegen euch. Würde ich sagen, zumindest. Die letzten drei Ziele haben noch Full Life. Das bedeutet, 3500 HP sind noch zum Runterschießen. Aber die Zeit reicht noch. Der Gegner hat noch alle Möglichkeiten. Und drückt da ordentlich Richtung Ziel 2. Ordentlich. Schön dabei ist, die sind so abgelenkt, dass man sie normalerweise recht locker rausnehmen kann. Normalerweise. Fährt genau durch die Feuerlinie. Hallo IS-3. Sieht nicht schlecht aus, jawohl. Wir wählen etwas höhere Modus, ein bisschen eine höhere Kamera. Damit wir da ein bisschen bessere Übersicht haben. Oh, jetzt fliegen die Kills hier nur so zu. 7 Kills haben wir. Der tat weh. Rheinmetall muss ich Waffenträger. Den gibt da nochmal eine raus. Und außenrum. Jawohl. Wird einer verjagt nach dem anderen. Jawohl. Sind wir 44 Sekunden inspiriert.
Gegenangriff läuft. Schade, dass es keine Premium-Artillerie auf Stufe 8 gibt. Das wäre wirklich grandios. Glück gehabt. Dass der Reimeter, wo sie Waffenträger da daneben geschossen hat, der wäre sonst. Ja, der hätte ich rausgenommen. Gnadenlos. Ziel 4 ist ohne Feuer. Das ist nicht so doll. Zeit läuft. Gegner ist gezwungen, eher Harakiri zu fahren. Außen 550 HP, das ist noch full life, okay. Bisschen weniger Rücksicht, ein bisschen mehr Rücksichtnahme wäre cool. Warum nimmt er nicht den. Verstehe ich nicht. Scheiße. Ziel 4 ebenfalls zerstört. 14.077 Schaden ausgeteilt. 1930 Schaden geblockt. 4.788 Schaden. Haben wir unterstützt. Schauen wir uns mal an, was die Auswertung sagt. Also im Großen und Ganzen war es eine richtig geile Runde. Bist sehr lange General gewesen. Also ziemlich früh schon General geworden. Kann man nicht meckern. Teamscorer 6.068 Schaden Damage nur mit dem Progetto. Das ist schon mal richtig fein. Wenn man sich das anschaut, da fährt jemand mit dem IS-3 und macht 124 Schaden. Ja, was soll man dazu sagen? Leider kann man die richtige Auswertung da nicht so toll machen, denn hier fehlen einige Panzer. Nämlich alle, mit denen wir gefahren sind. Egal. Was wir insgesamt eingenommen haben, kann ich nicht genau sagen. Hier steht 66.000, natürlich war das deutlich mehr. Ich tippe mal so um die 400.000 wirst du eingenommen haben. Wenn du das Ganze siehst, bitte einmal kurz reinschreiben, was da dabei rausgekommen ist. Man sieht es leider nicht. Schneller General, Speed General, okay, sehr schön. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer fleißig draufklicken, ein Like da lassen, ein Abo für meinen Kanal, ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.